Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich habe mal gelesen, dass man die Leute am meisten verschreckt, wenn man sagt, sie sollen ihre Kreativität benutzen. Weil viele Leute automatisch sagen, ich bin nicht kreativ. Und das stimmt halt einfach nicht. Mir fällt oft auf, dass Menschen, die sich nicht für kreativ halten, glauben, dass Kreativität bedeutet, dass ich mich in kürzester Zeit an ein Klavier setzen kann und dann irgendwelche Beethoven-Sonaten spielen kann. Das ist nicht Kreativität. Das ist Üben. Das ist Wiederholen. Und wiederholen. Und wiederholen. Als ich noch Kurse gegeben habe in Bildhauerei, also mit Ton, Köpfe machen, haben mich meine Schülerinnen und Schüler immer angeschaut und gesagt, bah, toll, wie du diese Augen hinkriegst und die Nasen und der Mund und das, die haben so einen Gesichtsausdruck, deine Figuren, ich krieg das bei mir gar nicht hin. Und dann sagte ich, dann mach mal 100 Nasen, dann weißt du, wie Nasen gehen. Es ist eine Frage des Übens und der Meisterschaft. Je mehr wir etwas üben, desto besser werden wir darin. Und die Kreativität lässt sich eben auch ausprobieren. Wo kommt jetzt Kreativität her? Lao Tzu-Lano, der von L.D. Thompson gechannelt wird, sitzt die Kreativität im zweiten Chakra. Das zweite Chakra ist zwischen dem Sitz und dem Nabel. Und da sitzt auch die Angst. Jetzt wird man sich wundern, was hat die Angst jetzt mit der Kreativität zu tun? Sehr, sehr viel, weil wenn wir vor etwas Angst haben, brauchen wir eine Lösung und dadurch wird unsere Kreativität angeregt. Das heißt, wir überlegen uns, und das ist ein wunderbar nicht nur menschliches, wir können das auch häufig bei Tieren beobachten, die sich dann überlegen, okay, ich komme aus diesem Loch über den Weg nicht raus, dann schaue ich mal, ob ich über einen anderen Weg rauskomme. Also wir bemühen uns, neue Möglichkeiten zu finden. Und das ist, was Kreativität ist. Natürlich gibt es Talente. Also ich kann gut singen können oder ich kann ein Talent mit meinen Händen haben. Aber in vielen Fällen ist das Talent nur der ursprüngliche Begabungsmodus. Ich höre mich gern singen, das macht mir Spaß, dann singe ich halt öfter. Und wenn du Pech gehabt hast und in der Schule eine Lehrerin oder einen Lehrer gehabt hast oder irgendjemand in deiner Nähe gesagt hat, du singe mal ein bisschen leise, das klingt ja fürchterlich, hast du in der Regel aufgehört zu singen, weil eine einzelne Person gesagt hat, du kannst das nicht. Und natürlich kann es sein, dass wir jetzt nicht die Adele-Stimme haben. Es muss ja auch nicht sein, wir wollen ja nicht alle berühmt werden durch unseren Gesang, sondern es geht ja um unsere Schwingung, die wir damit verbreiten und die uns ja auch Freude machen soll. Und das Singen, wie jede Art von Kreativität, macht natürlich sehr viel Spaß und bringt uns in einen Zustand der Freude. Also wenn wir zu denjenigen gehören, die glauben, dass sie nicht kreativ sind, dann passiert Folgendes. Wir erlauben uns nicht mehr, irgendetwas Künstlerisches zu tun, weil wir der Meinung sind, wir sind unbegabt. Bei mir ging es so, dass ich lange, lange Zeit gedacht habe, ich kann nicht zeichnen. Und das habe ich natürlich gedacht, weil ich eine Freundin hatte, die sehr gut zeichnen konnte, Klammer auf, weil sie es geübt hatte, Klammer zu, und ich eben nicht gut zeichnen konnte, Klammer auf, weil ich es nicht geübt habe, Klammer zu, und ich dann der Meinung war, das ist einfach Talent. Sie kann das eben besser, auch ohne üben. Natürlich hat sie geübt,
alle Menschen, die in etwas talentiert sind, verbessern es durch Üben. Ich habe nur das Ergebnis von demjenigen gesehen, aber nie den Weg dorthin. Und wenn man jetzt in der Familie niemanden hat, der, sagen wir mal, selber Künstler ist oder zeichnet, und wir von Kindheitsbeinen an dann selbst zeichnen, wo wir dann merken, wir werden immer besser und wir werden immer besser, dann beginnt sich in uns etwas anderes zu formen, nämlich, ich bin kreativ. Ich habe vor drei Jahren irgendwann mal, habe ich ein Cartoon-Buch entdeckt von einem Cartoon-Zeichner, der das, was er kann, in einfachen Zeichnungen weitergibt und erklärt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das geübt, Cartoons zeichnen. Ich bin da jetzt nicht sehr weit gekommen, weil mein Interesse daran nicht ewig lang geblieben ist. Aber es war so, für ein paar Wochen war ich damit beschäftigt, unterschiedliche Gesichtsformen, unterschiedliche Münder und Nasen nach seinem Vorbild zu gestalten, und feststellte, das sieht ja ganz witzig aus. Also die Kreativität geht dann weiter, wenn ich hingehe und sage, und jetzt gestalte ich meine eigenen Köpfe und schaue, was ich daraus mache. Und das habe ich natürlich dann auch ein bisschen getan. Und dadurch beginnt in uns dieser weitere Schritt, auch eine Erlaubnis, etwas auszuprobieren. Kreativität, entstanden aus dem zweiten Chakra mit der Angst, wir erinnern uns, wenn sie weiterentwickelt werden darf, dann wird sie in jedem höheren Chakra auch wieder eine bestimmte Position bekommen. Aber natürlich dann eine andere, weil sie nicht mehr aus der Angst entstanden ist, sondern weil sie dann entstanden ist aus einem Interesse, aus einem Gefühl von, boah, das ist jetzt spannend, das will ich mal ausprobieren, wie weit ich damit komme. Als ich noch Workshops gegeben habe, gab es viele Übungen dazwischen, die ich gemacht habe, die etwas mit Body Percussion zu tun hatten, mit Bewegung, weil immer nur da zu sitzen, zuzuhören oder selber ein paar Übungen im Sitzen zu machen oder die Augen zu schließen und zu meditieren. Der Körper muss sich bewegen, damit bestimmte Dinge sich setteln. Dazu braucht der Körper nach diesen Worten ein tieferes Einspüren, das muss einsinken können. Ich habe sehr mit einfachen Schritten angefangen. Also Body Percussion, für die, die es nicht kennen, ist etwas, wo man den Körper selbst als Instrument benutzt. Also zum Beispiel, ich mache mal was vor. Eine Art von Klatschen, und du kannst auf Körperteile schlagen und unterschiedliche Geräusche machen damit. Und dazu bewegt man sich dann, also das Gehirn, die rechte und linke Gehirnhälfte müssen sich sehr anstrengen, weil es etwas ist, was wir nicht gewohnt sind. Und dadurch entsteht in uns selbst ein tieferes Einspüren und Ankommen in uns selbst. Und alles, was wir uns erlauben an Kreativität, hat damit zu tun, dass wir uns erst einmal, weil wir schlichtweg noch nicht perfekt darin sind, uns wahrscheinlich blöd anstellen. Das gehört dazu. Das ist Teil von Ausprobieren. Wenn ich jetzt sehr viel Angst davor habe, mich zu blamieren, wird mir das sehr schwer fallen. Und ich habe immer mal wieder in den Workshops erlebt, selten zwar, aber dann doch, wo ab und zu dann jemand gesagt hat, nee, das kann ich nicht. Dann habe ich das korrigiert und habe gesagt, du möchtest das nicht. Dann wurde kurz darüber nachgedacht. Meistens wurde dann dazu genickt. Und wenn sie nochmal wiederholt haben, nein, ich kann das nicht, dann sage ich, okay, du hast zwei Hände, zwei Arme, sieht alles noch sehr beweglich aus, du kannst nicht klatschen, wieso? Und in dem Moment merken sie natürlich selber, dass es das Wollen ist und nicht das
nicht können. Wenn ich das weiß, dass ich das nicht will, kann ich mich fragen, wenn ich interessiert daran bin, wovor ich Angst habe. Und meistens ist es die Angst, dass wir uns blamieren. Ich habe mal einen Kurs gemacht in Ölporträt und ich hatte A, keine Ahnung, in Porträt zeichnen und B, null Ahnung von Öl. Und ich kam in dieser Klasse an, eine Anfängerklasse, wo ich mein Zeug ausgepackt habe und die anderen 6 oder 7 Studierenden dabei und stellte mich vor und stellte mich da so hin und die haben mit einer Selbstverständlichkeit alles ausgepackt. Ich wusste ja gar nicht, wo ich was hintun soll und hatten auch schon benutzte Pinsel. Das habe ich gesehen, meine waren noch frisch aus der Verpackung. Und dann gab es da ein Modell, das ich hinsetzte und dann sagte die Lehrerin auch irgendwie so ganz nonchalant, wir sollten jetzt mal anfangen, wobei ich überhaupt nicht wusste, was soll ich jetzt da machen und die anderen anfingen und ich feststellte, die wissen, was sie tun und ich guckte dahin und dachte mir, das sind doch keine Anfänger. Und dann fragte ich die Lehrerin und dann gab es nur 2 wirkliche Anfänger, noch jemand anderen und mich und alle anderen haben den Kurs zum 3., 4. Mal besucht, wo ich mir denke, was macht ihr hier? Ich fühle mich scheiße, wenn ich euch anschaue, weil ich mir denke, bin ich zu deppert, das zu kapieren? Natürlich wusste ich bin es nicht, weil es ist kein Anfängerkurs. Und selbst wenn ich mal irgendwo bin, wo alle Anfänger sind, und das ist zumal bei mir so, wie ich meine Rhythmusausbildung gemacht habe. Ich habe zwar ein gutes Rhythmusgefühl, aber ich war nicht in der Lage, meine Hände und meine Füße und noch andere Rhythmen zu halten oder noch dazu zu singen gleichzeitig, also außer mal so im Klatschen. Aber das sind sehr komplexe Übungen, die du machst in einer Rhythmustrainerausbildung. Und ich musste die sehr, sehr lange üben. Also da gab es 8 Rhythmen, die man auswendig können musste. Da habe ich, glaube ich, 4 Wochen jeden Tag 2-3 Stunden geübt und meine Freundin Ines, die hat sich das am Vortag 1 Stunde angeschaut und wusste das alles. Also man muss sich auch so ein bisschen kennen. Mein Gehirn braucht einfach lange, bis sich etwas Wiederholendes in dem Gehirn festsetzt. Allerdings merke ich über die Jahre, jetzt wo ich E-Bass lerne, merke ich über die Jahre, dass es besser geworden ist. Also diese sich selbst lächerlich zu machen und sich die Erlaubnis zu geben, erleichtert das Leben so ungemein. Dieses Gefühl, dass wir müssen perfekt sein oder dass wir uns nicht blamieren, ist oft ausgelacht werden in der Kindheit. Und das hat viel damit zu tun, dass wir unsere Kreativität nicht herzeigen. Sich lächerlich zu machen, ist ein Muskel, den wir trainieren müssen, um ein glücklicheres Leben zu führen. Weil wenn wir das nicht können und wenn wir davor in Panik sind, dass Leute über uns lachen, erlauben wir uns viel zu wenig. Es hilft, wenn wir mitlachen. Und es hilft, wenn wir schlichtweg den inneren Kritiker in uns, der uns immer sagt, was wir alles nicht können und wie blöd wir uns anstellen, ihm manchmal zu sagen, du hilfst mir hier nicht. Du machst mein Leben nicht einfacher. Du nützt mir nicht. Und der innere Kritiker ist erstaunlich, also dieser richtig harte Kritiker, wenn wir mit ihm sprechen, versteht er das? Zuerst ist er schockiert, weil er der Meinung ist, er hilft uns. Er warnt uns ja. Er will ja nicht, dass wir uns lächerlich machen, weil irgendwas in unserer Vergangenheit uns da mal durchgeschleudert hat. Er versucht uns ja von dieser Situation zu befreien, beziehungsweise damit wir überhaupt nicht mehr in so eine Situation kommen, versucht er alles, damit wir nichts mehr tun. Und das ist der Nachteil darin. Wir tun nichts mehr. Wir erlauben uns nicht mehr diese Sachen, die eine gewisse Leichtigkeit von uns brauchen, weil wir sie schlichtweg noch nicht
genug geübt haben oder nicht können, uns trotzdem damit zu zeigen. Wenn ich meinen E-Bass übe, das ist so ein, ich habe einen Ukulele-Bass, der ist akustischer leiser, und dann habe ich einen großen E-Bass, der ist A, ziemlich schwer und B, laut, weil ich ihn anstecken muss. Und trotzdem übe ich mit meiner Ukulele. Ich sage einfach dazu, ich lerne das gerade. Und wenn man erklärt, dass man das gerade lernt, gibt es schon selten Menschen, also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der da ja, uns auslacht. Wenn es vielleicht noch Kinder in der Schule waren damals, wir sind ja alle irgendwie, oder die meisten von uns, irgendwann mal ausgelacht worden in der Schule. Das ist halt so, das ist eines der Emotionen, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und manche von uns haben eben beschlossen, dass sie das vermeiden wollen. Und dazu wurde der innere Kritiker beauftragt. Und wenn der kapiert, dass er nicht nützlich ist, der will auch nützlich sein, dann können wir ihm eine andere Aufgabe geben. Und welche Aufgabe der innere Kritiker übernimmt, mag uns überraschen. Und wenn du das jetzt mal ausprobieren möchtest, können wir das gerne gemeinsam tun. Wenn du nicht irgendwo fährst oder wenn es gerade gefährlich ist, kannst du auch gerne auf Pause drücken, dann lass dich irgendwo nieder und schließ die Augen. Einmal tief ein- und ausatmen. Es braucht nicht viel Zeit, denn wir schleppen unseren inneren Kritiker immer mit uns mit. Und dann bitte deinen inneren Kritiker, dass er hervortritt und erlaubt dir zu beobachten, als was, wie er sich zeigt, wie sie sich zeigt. Erlaub dir, all das anzunehmen, was da gerade kommt, an Bild, an Geruch vielleicht auch, oder was du hörst. Es ist unterschiedlich, je nach Begabung, unserer Aufnahmefähigkeit. Und dann sag, wenn du magst, laut zu ihm oder zu ihr: Du hilfst mir nicht. Und schau, was passiert. Wenn ich mit diesem Satz fertig bin, drück auf Pause und beginne ein Gespräch mit dem inneren Kritiker, wie wenn du mit jemandem normal sprechen würdest. Und erlaub dir, diese Antworten, die da kommen, zu akzeptieren. Und beginne, ihm oder ihr zu erklären, dass es eine andere Aufgabe braucht. Und findet gemeinsam heraus, was diese Aufgabe sein kann. Und wenn du damit fertig bist, dann drück wieder auf Play. Bei diesem inneren Dialog gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Der eine ist, das ist dir relativ leicht gefallen. Du warst überrascht, wie toll das funktioniert. Hättest nie gedacht, der innere Kritiker sah irgendwie wie aus und hat das und das gesagt und er hat eine Lösung gefunden und er hat gesagt, er will sich jetzt bemühen, da weniger nervig zu sein. Das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen passiert. In den anderen, da wo weniger passiert ist, ist es manchmal so, dass wir nicht erwarten, dass da was passiert. Und das ist eine Sache, die es ist eine Einstellungssache. Also ich habe alle meine Aspekte in mir immer dabei. Wo sollen sie sonst sein? Klar sind sie da. Und wenn mein innerer Kritiker sich Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag früh 10-mal meldet, dann meldet er sich auch, wenn ich mit ihm reden will. Weil der
Sie geht ja nirgendwo hin, dummerweise. Also heißt es, wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte mit der reden, dann ist der da, weil er kann nicht anders sein. Als ich das zum ersten Mal machte, 15 Jahre her, 20 Jahre her, weiß ich nicht, saß ich vor meinem Haushalt da und wollte mit diesem Aspekt sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der innere Kritiker war, aber es war auf jeden Fall irgendein Aspekt in mir. Und ich habe sehr große Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie hinzukommen. Und habe zu mir gesagt, ich stehe hier nicht eher auf, bis ich was höre, bis es so einen inneren Dialog gibt. Das ist keine fremde Stimme, die wie in einem Film zu mir spricht. Das sind mein Gedankengang, dann kommt ein anderer Gedankengang dazu. Also ich habe einen Gedankengang, warte und dann kommt was rein, springt was rein, das kommt dann hoch. Und ich bin sehr stur und meine inneren Aspekte wissen das von mir, weil sie leben ja mit mir, sie kennen mich ja. Und ich war sicher, ich stehe nicht auf, bis ich eine Antwort kriege. Es ging um irgendeine Antwort, glaube ich, die ich haben wollte. Und ich blieb da sitzen und irgendwann mal kam die auch. Ab diesem Zeitpunkt wurde es leichter, weil ab diesem Zeitpunkt ich verstanden habe, alle meine inneren Aspekte reden natürlich mit mir. Sie sind ja froh, wenn ich mal zuhöre. Und wie ich das dann mir erlaubt habe, wurden all diese inneren Aspekte zu einem wirklich interessanten Theaterstück. Wir sind schon spannende Wesen, finde ich, oder? Viel Freude mit all den inneren Stimmen und besonders mit deiner Kreativität. Und ja, üben hilft. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.